Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wie wir es hier schon sehen, ist auch heute auf dem Rathausplatz leider nichts. Naja, macht nichts. Ich habe mir gestern keine Rüben gekauft, sage ich schon mal direkt vorneweg, weil ich mir den Stress nicht antun wollte, die immer zu kaufen, dann in den Raum zu legen und so weiter. Deswegen habe ich es gelassen, weil wir haben gerade eh genug Geld, finde ich. Und ja, ich muss das ja nicht jede Woche machen, Rüben kaufen. Ja, es ist Montag. Ja, hast du irgendwelche News? Nee? Okay. Super, dass du dein Kreuzworträtsel gelöst hast, Melinda. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Ich hab gestern schon ein bisschen gearbeitet. Wir gucken aber mal eben hier rein. Von Mischka. Was machst du so? Ich weiß, dass du immer da irgendwo bist und so total coole Sachen machst. Aber hey, nicht übertreiben, okay? Manchmal muss man auch chillen. Dazu recht, ich chill eigentlich mein ganzes Leben. Ja, ich habe hier, wie man sieht. Ja, ich habe tatsächlich alle Baumstümpfe schon rausgemacht. Wir gucken mal eben hier in den Meilen, weil irgendwas haben wir hier. Aber ich wüsste gerade nicht, was. Jeden Tag auf der Insel. Achso, okay, 50. Oh, 50 Mal bin ich schon auf der Insel. Heißt das, wir haben 50 Tage? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Ja, ich habe das gemacht. Dann, wie man es auf der Karte schon sehen kann, habe ich den Berg schon mal ein bisschen entfernt. Oh, Assisa, wie viel Geld habe ich? 10.000. Okay, dann kann ich mir zwei Tapeten leisten. Perfekt, ey. Ja, gib mal her, Azisa. Und Melinda, du könntest auch mal ruhig ankündigen, dass sie da ist, ne? Du kleiner Hund. Aus Smash Bros. Nein, Leute, ich weiß, woher sie stammt. Sie stammt schon von Animal Crossing. Ja. So. Komm. So. Wieso ich jetzt schon aufnehme ist... jetzt erst aufnehme, weil ich wollte erst Star Wars schauen, bevor ich hier aufnehme. Deswegen haben wir schon 10 Uhr noch was. Star Wars war... Ach, ich sag dazu nichts. Das müsst ihr euch einfach selber schauen, selber anschauen, tut mir leid. So, was haben wir bekommen? Wir haben einmal Matschboden und einmal Nieselregen. Und Nieselregen ist, glaube ich, ganz schön cool. Die gucken wir uns mal eben an. Klopf, klopf, wer ist da? Ich habe gestern noch ein neues Insekt gefangen. Das zeige ich euch gleich vom Museum. Da. Auf dem Boden. Matsche. Und Nieselregen. Ach, die haben wir schon, ne? Hört den Matsch. Ich finde es so cool, wenn man hier sich so herumbewegt, dass man das dann auch alles hört. Das ist schon cool, aber ich möchte lieber den Boden wieder haben und das da. Ich glaube, die haben wir doppelt. Egal, die kann ich dann vielleicht mal irgendwann tauschen gegen eine andere Tapete von Freunden oder so. Oh, die kann ich nicht. Och, Mann. Oh, da muss ich... Ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll. Ich glaube, ich verkaufe die ja nochmal. Ich wollte nicht hochgehen, ich wollte rausgehen. Naja, man kann nicht alles haben, ne, Leute? Ne, Leute? So, auf jeden Fall gucken wir uns jetzt erstmal den Shop an und danach werden wir weiter angeln. Oder könnte ich eigentlich schon mal die Köder wieder mitnehmen? Wir brauchen ja noch ein paar Fische. Natürlich habe ich mich so gut vorbereitet, dass ich die Seite natürlich mal wieder nicht aufhabe. Warte, abbrechen. Ach, egal, ich google einfach mal eben. Was habe ich denn letztes Mal eingegeben? Ich habe Skala eingegeben, stimmt. Und dann hier alle Fische Fundorte Mai. So, ja, verstanden. Oh, immer diese Cookie-Kacke, ne? Die nervt mich richtig. Wir brauchen noch den. Was brauchen wir denn nochmal? Ich habe schon wieder irgendwie vergessen. Habe ich das nicht abfotografiert? Fotos. Sorry, Leute, ich habe mich super vorbereitet, ich weiß. Ah, hier.
Den Kampffisch, der ist im Fluss. Okay, dann gucken wir erstmal nach dem Kampffisch. Kampffisch. Ich suche den auch mal hier, damit ich vielleicht den genauen Ort weiß. Weil die andere Seite ist ein bisschen ungenau. Hier ist der Kampffisch. So. Düdüdüdüd. Da steht's, da steht's. Okay, einfach nur im Fluss. Okay, dann irgendein Kampffisch. Okay, super. Ich wollte Köder holen. Köder, Köder. Kommt mit. Klein. Oh, ich dachte gerade, mein Controller wäre leer, aber ist er nicht. Der hat nur ein bisschen gesponnen. Ja, ich habe auch überall die Bäume entfernt. Wirklich überall. Habe alles aufgehoben. Habe jetzt richtig viel Holz. Und ich sehe, meine Blumen sind gewachsen. Die bewässern wir mal eben. Bevor wir mit den Umbauarbeiten anfangen. Ich glaube, als nächstes werde ich auch unten links den Zeltplatz verlegen. Damit wir die Stadt schon mal bauen können. Und dann können wir nach und nach die Häuser von oben rechts schon mal zur Stadt unten links hin frachten. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Eigentlich wollte ich oben anfangen, aber oben stehen gerade mir viel zu viele Häuser. Das würde mich die ganze Zeit nur nerven. Ja, so habe ich das jetzt geplant. Das heißt, wir können schon morgen damit anfangen, die erste Stadt zu bauen. Natürlich fehlen noch sehr, sehr viele Möbel, weil oben rechts wird so eine Art Pilzwald werden. So magischer Wald. Ihr könnt vielleicht auch schon mal in den Kommentaren raten, was es vielleicht für ein Wald sein könnte. Beziehungsweise eine Stadt sein könnte. Ich könnte euch natürlich auch einen Tipp geben. Ich habe die nicht gegossen bekommen. Aber das mache ich nicht. Das müsst ihr schon selber herausfinden. Und unten links wird auch eine Stadt, die man vielleicht kennen kann. Von der Form dann später. Genau. So. Dann geht es mir euch zwei Hübschen noch. Ach, die sind echt hübsch hier. Bis jetzt meine Lieblingsblumen, die ich habe. Habe ich die getroffen? Ja. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So. Genau, den Wasserfall links und den Fluss habe ich auch schon mal weggemacht. Dann stört der nämlich nicht. Ich überlege gerade, was wir jetzt als erstes machen. Gehen wir jetzt erst einkaufen oder fangen wir erst Fische? Ich würde sagen, wir fangen erstmal die Fische, oder? Ja, dann habe ich vielleicht auch noch Geld, falls ich arm bin. So. Ach man, ey. Oh, jetzt muss ich auf die andere Seite oder was? Oh, das nervt mich ja immer. Nee, 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 nee. Ist das jetzt ein ernst so schöner Fisch? Ah, gut. Dreh dich wieder richtig. Finde ich gut. Da, bitte. Och, Mann. Mann, ich kann doch nicht angeln, Fisch. Hab doch Mitleid mit mir. Okay, so. Da, komm. Och, ich hab A gedrückt. Ich hasse mich manchmal echt selber, ne? Das war mal wieder so ein Moment, der hätte nicht sein müssen. Da ist ein kleiner Fisch. Komm, bitte. Komm, links. Super. Oh, hat sofort angebissen. Was bist du? Ein Kieseling, ne? Ne, ein Döbel. Döbel, okay. Ein Döbel. Habe ich eigentlich auf die Uhrzeit geguckt? Von dem Typen. 9 bis 16 Uhr Juli. Wieso steht da in Klammern hinter Juli? Nee, den gibt's aber auch im April. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Nee, hä? Haben wir Mai? Ach, wir haben Mai. Ja, Mai. Ich war gerade richtig. Richtig. Ja, keine Ahnung. Verwirrt, Leute, verwirrt. Bin auch noch verwirrt von der Star Wars Folge, aber ne, ein anderes Thema hier. So, da haben wir noch einen. Komm, komm, komm. Reicht er, oder? Nee, ne, reicht nicht. Okay, dann so. Oh, das. Oh Gott, das hat gereicht. Okay, wir schmeißen jetzt die Köder hier hin. Ich habe keinen Bock mehr. Hier, Futter verschreuen, bitteschön. Da haben wir einen kleinen.
Hat sofort angebissen. Eine Bachschmerbe. Schmerle. Bachschmerbe habe ich gesagt, wegen Schmerbe. Das Pokémon. Oh, der ist klein. Und haut ab vor mir. Sehr, sehr, sehr nett auf jeden Fall. Haben wir ihn? Ja. Ist ein Döbel. Ah ne, ein Saugbarbe. Ach, die haben wir noch nicht. Super, super. Saugbarberei. Oder so. Irgendwie so. So schnell konnte ich es jetzt nicht lesen, Leute. So, da tricksen wir direkt aus, weil wir wissen, dass er nach dahin geht. Boah, immer so spannend. Ach Mann, ich dachte beim vierten Mal macht er das auf jeden Fall. Habe ich falsch gedacht. So, hier haben wir noch einen. Geht er wieder nach links? Ja. Wie immer. Oh, war das zu weit? Nee, ne? Nee, jetzt hat er ihn. Komm. Oh, auch noch. Mann, ich will kein Döbel haben. Ich brauche ordentliche Fische. Spiel. Ach, was mache ich denn hier schon wieder? Ich weiß selber nicht, was ich hier manchmal mache, Leute. Es tut mir leid. So. Komm. Wir brauchen einen. Ich habe schon den Namen schon wieder vergessen. Sonnenbarsch auf jeden Fall nicht. Ja. So. Wir wieder einen. Das könnte knapp werden. Ah, doch. Klappt. So, was haben wir hier? Ach, noch so ein Saugding. Nee, das ist eine Bachschmerbe. Okay. Ah, der könnte in meine Richtung schwimmen. Nee, doch auch nicht. Wieso schwimmen die denn alle da Richtung Fluss aufwärts? Ist das immer so? Ach Gott, ey. Noch ein Sonnenbarsch. Also langsam, ne? Glaube ich, ich werde hier verarscht. Ich guck mal eben noch eine anderen Fischen, die es hier geben soll. 4900. Ich muss noch mal kurz gucken auf Fotos. Die Saugbarbe haben wir. So, Skala hatten wir auch. Kampffisch hatten wir nicht, noch nicht. Kampffisch fehlt noch und der Regenbogenfisch, der ist auch hier im Fluss. Okay, dann fehlen uns tatsächlich nur noch diese zwei Fische für den Sommer. Für den Sommer. Ich würde sagen, wir machen einfach unser ganzes Fischfutter weg. Okay, Moritz, das klappt nicht. Du musst erst nach links. So, und dann beißt er an und dann haben wir vielleicht Glück. Oder Unglück. Wie auch immer. Mal schauen. Sonnenbarsch, brauche ich nicht. Mann, Sonnenbarsch, gib mir doch jetzt mal ein ordentliches Tier hier. Ich bin extra mittags hier hingekommen, ja? Also fast mittags. Auf jeden Fall nicht vor 9 Uhr. Nicht vor 9 Uhr. Oh Gott, das ging schnell. Da haben wir ihn. Ah, der ist schön. Ah, der ist echt schön. Ja, der gefällt mir sehr. So, nochmal. Oh, ein großer. Der geht auch nach links. War klar. Aber da reicht mein Dings nicht mehr. Oh, jetzt aber. Was ist es? Seebarsch? Barsch. Habe ich geguckt, wie groß der andere Fisch sein soll? Regenbogenfisch. Ich guck mal eben schnell. Regenbogenfisch. So, Regenbogenfisch, da haben wir ihn. Nur 800 wert? Wow. Da kommt er so selten, oder was? Hallo, ich habe da auf den Regenfisch geklickt. Bin ich ja hier schon wieder. Ich werde immer weggeleitet, ne? Ah, ne, hier. Fluss, klein. Auch klein. So, der soll auch hier sein. Okay.
Dann probieren wir es einfach weiter. Oh, da haben wir wieder einen kleinen. So. Komm, Regenbogenfisch. Das ging schnell. Du bist aber ein Bitterling. Nee, ein Karausche. Och Mann, irgendwann rate ich schon eure Namen richtig. Keine Panik. So. Du. So, was haben wir hier? Noch ein Sonnenbarsch. Müssen gleich mal ein bisschen drauf achten wegen Platz. Dass wir auch genug Platz haben noch. Sieht er super. Ich gehe irgendwie immer weiter nach rechts. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Boah, ich habe jetzt so viele Barsche, ne? Alter. Gib mir einen Regenbogenfisch. Ach, geht er auch nach links? Nee, ne? Der bestimmt nicht. Oh, doch. Als ob die alle nach links gehen. Hätte ich fast nicht gesehen mit meinem Ballonkopf. Traumkopf. Ich weiß, Leute, ich weiß. Es ist ein Traumkopf und kein Ballonkopf. So. Och, als ob die alle nach links gehen. Wieso? Ich meine, es ist gut, ne? Dann kann man besser abschätzen, wo man den Köder am besten hin tut und auch wieder ein großer. Mann, dich brauche ich eigentlich nicht karpfen. Kann's eigentlich ruhig gehen. Ach, jetzt habe ich A gedrückt, egal. Und der ist klein, der ist klein. Aber der geht doch auch. Stimmt. Habe ich gerade schon wieder vergessen. 5 Sekunden Gedächtnis, Alter. Wie man es in der Schule lernt. So, komm her. Das ist ein Guppy, Mann. Wie viel Platz habe ich denn? 3. Für 4 Fische habe ich noch Platz. Ich dachte, er wäre zu weit. Ist er nicht. Zum Glück. So. Was bist du? Bist du einer? Nee. Ach, du bist ein Döbel. Okay, Leute. Ich sehe schwarz heute. Ich sehe schwarz heute. Ist er? Da ist er. Oh, der war blöd. Der war blöd geworfen. Das gebe ich gern zu. Na, 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 was haben wir? Schöne Karausche. Nee, nee, ich wollte Karausche sagen, Leute. Interpretiert da nicht so viel rein. Ich wollte Karausche sagen. So. Komm jetzt. Ich bin ein Regenbogenfisch. Komm jetzt her. Oh, Sonnenbarsch, ey. Mann. Hallo, der Regenbogenfisch ist nur 800 wert. Dann kann er auch mal öfters hier kommen, oder? So, meine Meinung. Dich brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich würde ich dich am liebsten wegtreten. Also, ich meine, hier herumlaufen und danach haust du ab. Karpfbarsch. Komm, komm, Schmetterling. Letzter Fisch. Letzter Fisch, gib mir die Kraft. Ach ja, ich hätte nach links gehen müssen. Ah, doch nicht. Hab nochmal Glück gehabt. So, letzter Fisch, was haben wir? Sonnenbarsch, okay. Dann gehen wir jetzt den Fisch erstmal verkaufen. Obwohl, ich müsste erstmal die rauslegen, die ich nicht mehr brauche. So. Ach ja, die können wir ja schon mal abgeben. Ach so. Ich leg dich mal eben hier raus. So, zack. Können wir dich mal eben hier präsentieren. Ein Schwimmkäfer war das. Präsentieren. Tadam. So, dann gehen wir eben noch hier in die Fauna PD rein. Und dann sehen wir hier den Käfer. Der war auf dem Wasser, genau, Schwimmkäfer, wie er sagt. Wie der Name Pro, so ist der Name Programm.
hätten wir den Saugbarbe und den Kampffisch. Der sieht echt schön aus. Und stimmt, das andere hatten wir ja nicht. Okay, gehen wir mal kurz verkaufen. Genau, Eugen. Huhu. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Ich will etwas stiften. Ich habe hier 3 wunderschöne Exemplare. Ja, jawohl, Eugen. Nee, ja, okay, dann nicht. Dankeschön. Danke. Ist Rainer da? Habe ich jetzt schon wieder nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Sonst würde ich das doch sehen, oder? Nee, Rainer ist schon wieder nicht da. Ja, hier. Wie gesagt, hier ist Baustelle. Das hier kommt doch alles weg. Damit wir da zum Strand dann hingehen können. Hier ist alles frei. Der Aufstieg kommt noch weg. Museum wird auch noch irgendwo anders hingelagert. Ja. Das wird noch eine Arbeit werden, Leute. Das sage ich euch aber. So, erst verkaufen wir jetzt. So, was bietet es an? Ich gucke trotzdem nach den Rübenpreisen mal für die Freunde und so. Hallo. Rübenpreise. 91, wow. Sehr, sehr gut, Nook. Schlepp und Depp. Guck mal, ich habe ganz, ganz viele Sachen für euch. Ach komm, die können auch weg. Sieht man fast gar nicht, dass man die weggibt. Bitteschön. Abgemacht. Also der rechte Stuhl ist, glaube ich, dieser... Nee. Was ist das hier für ein Stuhl? Also ja... Oh, Restaurantstuhl. Oh, okay, den brauche ich tatsächlich. Finde ich nämlich cool. Der Scheinwerfer finde ich auch cool. Die Sanduhr finde ich eigentlich auch ganz cool. Heute wird hier auf jeden Fall wieder gut geshoppt. So, dann gucken wir hier mal. Oh. Reliefen. Haben wir die? Ich kaufe mir sie mal, trotzdem. Ich weiß nicht mehr, ob wir die haben oder nicht. Okay. Gott, wir holen mal im Geld. Ja, ich komme gleich wieder, Nepp und Schlepp. So. Dann platzieren wir als nächstes den Campingplatz um. Den müssten wir dann später halt nochmal umplatzieren. Ich gucke aber mal eben, ob da überhaupt jemand drauf ist. Das würde mich jetzt schon interessieren. Nee, da ist keiner. Okay. Ach, Alter, wieso bin ich jetzt so müde? Nee, ich bin seit 5.30 Uhr wach, aber trotzdem. Hier ist ein Fossil. Daneben. Okay, dann. Mischt gar, ich komme gleich. Ich rede gleich mit dir, okay? Wieso hat Mischka meinen Zauberumhang nicht mehr an? Ist auch traurig. So. Ach, hier wollte ich gar nicht dran. Ah doch, ich wollte hier dran, weil ich Geld abheben muss. Stimmt. Bankautomat. So, wir haben so viel, ja? Guck mal, da können wir uns auch ruhig mal was gönnen. Ich überlege gerade. 1300 müsste, glaube ich, reichen. So, dankeschön. Und die Zinsen sind echt lächerlich hier. Wirklich lächerlich. So, Herr Nuki. Kommen Sie mal schnell. Kommen Sie mal schnell. Wach.
Dieses Projekt ist echt ein Gähn-Projekt für mich. Ah, die ganze Zeit gähnen. Es macht so viel Spaß. So, Position auf. Der Campingplatz. Ja, bitte. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Nook. So, wo steht das denn am wenigsten? Ja, ich würde hier sagen. So, können wir das hier machen? Hier herrichten? Ja, mal sehen, bitte. Ist die Blume da unten mit weg? Nee, ist sie nicht. Perfekt. Okay, dann hier hin. Super. Supi gemacht, die. Guten Tag. Hallo Moritz, tolles Outfit. Ich will berühmt werden und dazu muss man sein Gesicht zeigen. Also gehe ich so oft wie möglich spazieren. Das ist sehr clever von dir, Mischka. Huhu, wie kann dir das coolste It-Girl von Nimmerland heute denn helfen? Du hast ja gestern total einen auf Flussbau gemacht. Wolltest den Inselbewohnern mal was Gutes tun, ja? Voll nett von dir. Ich habe eher den Fluss weggerissen. Abgerissen. Ja, wenn du das gut findest, dann ist es ja super für unser Dorf. Ja, super. Oh. Hallo, ich bin's wieder. Ich kaufe mal hier euren Asia-Stuhl für 30.000, ja? Ich weiß, es ist viel, aber Junge, wieso wollt ihr denn so viel Kohle dafür haben? Ich das nicht verstehe. Ja, danke schön. Und wie gesagt, das Herzradio hätte ich auch noch ganz gern. Bonbon-Radio nehme ich. Und dann nehme ich hier noch eine Sanduhr. Genau, damit ich die Zeit noch besser abschätzen kann. Sehr, sehr, sehr gut. Dann gehen wir noch zu den Kleidungstypen. Zu den Kleidungsschwestern. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Wir haben zwei Fische gefangen, zwei neue. Den Regenbogenfisch ist uns leider durch die Lappen gegangen. Den können wir dann noch ein anderes Mal suchen. Aber sonst haben wir heute schon wieder viel erreicht, finde ich. Hallo. Oh mein Gott, Totenkopf-Outfit, what? Sowas verkauft ihr hier, Tina und Sina? Was seid ihr denn für zwei Schwestern? Ich dachte, wir sind hier auf einer Kinderwelt, eine Herzschürze. Oh mein Gott. Den Totenkopf finde ich auch cool. Erinnert mich so ein bisschen an die Geissens. An Roberts, Dings. Sachen. Eine Punkhose. Oh, so ein Knallblau wäre auch schon cool. Abendkleid. Sieht, boah, weil nicht. Sieht, ja, ich finde die schöner. Haben wir hier Bären-Outfit? Haben wir auch noch keins, glaube ich, ne? Paintball-Maske. In weiß, bitte. Boah, das sieht auch cool aus. Den Mundschutz können wir uns noch nicht kaufen. Ein paar Spitzen. Die holen wir uns auch einfach mal. Und so ein paar. Oh, die kann man natürlich zu jedem Anlass anziehen. Ja, nehme ich mal mit. Nee, nicht tragen. Dafür sind die Sachen nicht ganz so schön. So, gehen wir nochmal rein. Ich finde es schön, wie alles in meinen kleinen Fisch reinpasst. Das ist doch herrlich. Was haben wir vorhin gekauft? Irgendwas. Ich wollte das Bären-Outfit jetzt noch kaufen. Ach, eine Trucker-Kappe. Na, vielleicht rot. Rot passt mehr zu Nintendo, finde ich. Und dann können wir noch die Maske hier kaufen. Perfekt. Ja. Nein, nicht anziehen. So, nochmal rein, bitte. Müsste eigentlich mal einmal alles hiervon kaufen. So, die Herzschürze hätte ich noch ganz gerne. Und den Irokesen.
Hier, super. Können vielleicht auch noch eine schwarze Sonnenbrille. Die da. Und vielleicht die nochmal in der Farbe. So. Nein, auch nicht. Tragen. Und dann holen wir uns noch so eines dieser Totenkopf-T-Shirts. Die finde ich cool. Die finde ich cool. Ah, welche Farbe denn? Ich glaube das. Mist, mit Hemd haben wir, glaube ich. Karo Mix. Ich überlege gerade, was ich hier noch an einer Hose kaufen kann. Ich glaube, wir haben noch keinen Rock. Dann würde ich den einfach mitnehmen. Und noch irgendwelche Schuhe, die ich garantiert nicht habe. Na komm, ein paar Slipper. So, nee, so. Super, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part Animal Crossing. Morgen kommt die Folge auf jeden Fall später. Ich weiß noch nicht ganz, wann. Ich tippe so... Weiß ich nicht. 17 Uhr vielleicht. Wenn es gut ist. Es sei denn, ihr sagt, ich soll vorproduzieren, dann würde ich die natürlich auch nachher aufnehmen. Aber sonst käme die Folge erst morgen Abend circa, ne? Deswegen, haut rein, Leute. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. Ich gieße hier wunderschön.